hier haben wir unser Modell Luisa, die geht heute aufs Oktoberfest und ich werde mich heute um ihr Make-up kümmern. Anfangen werden wir mit einer schönen Grundierung, dass alles ebenmäßig ist, wird alles ganz natürlich gehalten, genauso auch beim Augen-Make-up, passend natürlich zum Dünnlippen. Anschließend werden noch die Haare gemacht. Bin ich ganz gespannt, wie das am Ende aussehen wird, aber ich denke, es wird ganz, ganz toll werden. So, jetzt verblende ich bei Luisa etwas nochmal in der Lidfalte, damit der Ausdruck perfekt wird. Etwas nach außen hin raus verblenden, damit es nicht zu hart wirkt. Einmal bitte die Augen öffnen, Luisa. Genau. So, dann haben wir hier so einen schönen Effekt. Es zieht das Auge etwas nach oben, macht damit die Augen etwas weiter offener im gesamten Bild. Da drüben sieht man halt eben dann das Auge, was noch nicht bearbeitet wurde. Soll ja wie gesagt natürlich gehalten werden, aber damit man jetzt schon mal einen ungefähren Unterschied hat. Schau mal bitte nach unten, Luisa. So, damit man jetzt sieht, ne? Also hier haben wir gearbeitet. So, jetzt verteilen wir hier schön entlang des Wangenknochens den Rouge. Schön von innen nach außen, Step by Step. Wenn man es zu Hause macht, kann man ja nochmal gucken, wo man sich befindet, damit man sieht, okay, wir sind jetzt genau hier. Man kann ihn auch sehr gut ertasten mit den Fingern und geht dann ganz leicht ins Gesicht und immer wieder von hier beginnt. So, jetzt kommt der letzte Schliff. Etwas Gloss und Lipstick. Verteilen wir jetzt noch ganz dezent auf den Lippen. Soll nicht zu much werden, weil das Kleid ja an sich schon recht auffällt mit den Rüschen und dem Rot und dem Grün. Deswegen betont man immer etwas mehr die Augen und den Lippen wird es dann eher dezent. So, jetzt sind wir auch schon am Ende von meiner Arbeit. Das ist mein Endresultat. Also ich bin sehr zufrieden. Ich finde, es steht dir sehr gut. Fühlt sich wohl? Ja, sehr. Das ist sehr, sehr wichtig. Weil dann kann es auf jeden Fall losgehen heute fürs Felix Oktoberfest. Und jetzt fehlen nur noch die Haare und dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß. Vielen Dank. Gerne. Passend zu dem Make-up, was bei Luisa heute erstellt wurde, werde ich jetzt noch eine schöne Wiesenfrisur machen im Wuschellook, so wie es dieses Jahr angesagt ist. Einfach, damit es nicht ganz so bieder wirkt und ein bisschen lebendiger und frecher. Ich denke, das bringt auch mehr zum Ausdruck, was Luisa für ein Typ ist. Als erstes tupieren wir einfach gleichmäßig von Ansatz bis Spitze die Haare und fixieren sie mit einem leichten Haarspray, um wirklich überall ein bisschen Volumen zu haben und einfach Griffigkeit im Haar zu schaffen, um nachher einfacher stecken zu können. Danach wird es einfach leicht ausgekämmt, einfach nur oberflächlich, ohne wirklich tief in die Struktur zu gehen, um ein paar glattere Flächen zu bekommen. Oberhalb des Ohrs fangen wir jetzt an, die Haare in einzelnen Partien einzudrehen. Wir drehen auch den Pony mit ein. Einfach immer zwei Strähnen zusammennehmen und immer eine dazu legen. Durch das Tupierte ist es natürlich alles ein bisschen schwieriger. Während des Eindrehens kann man wirklich auch schon darauf achten, dass die Proportionen stimmen. Bis hierhin haben wir jetzt die einzelnen Passés gedreht und nun fange ich an zu flechten, einfach damit es unten besser hält. Genau. Jetzt sind wir fertig mit unserer Frisur fürs Felix Oktoberfest. Ist alles gut topiert und festgesteckt, also steht deiner Partynacht nichts im Weg. Viel Spaß. Schön. Mir gefällt es auch sehr gut.